Tschüss. Ach, Anna, warte mal. Ich wollte mich bei dir nur noch mal dafür bedanken, wie fair du Susanne gegenüber bist. Das ist doch selbstverständlich. Nein, das ist es gar nicht. Und gerade bei dir hätten nun wirklich alle Verständnis, wenn du mit der Hochzeit nichts zu tun haben wolltest. Ich mag Susanne halt. Ich weiß. Trotzdem, wenn du morgen nicht dabei sein willst, dann ist das okay. Fühl dich nicht verpflichtet. Vielen Dank. Ich glaube, ich würde wirklich lieber gerne hier bleiben. Na, dann tu das. Ich kann ja in der Zwischenzeit die Feier vorbereiten. Oh ja, dann bleibe ich auch hier und helfe dir ein bisschen. Es geht doch, Mami, oder? Du weißt doch, Oliver und ich... Na ja, gut, dann bleibt halt zusammen hier. Ist wahrscheinlich die beste Lösung. Super. Ich wusste doch, dass man mit dir reden kann. Aber jetzt müssen wir trotzdem los. Okay. Tschüss. Tschüss. So, Kinder, hier ist die Liste. Also. Ich hab schon kapiert. Die Krabben nicht zu früh raus, den Champagner nicht zu spät rein. Ach was, der Champagner steht doch längst im Kühlschrank. Ach, Anna, pass auf, dass er keinen Unsinn macht. Ich tu, was ich kann. Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt mit der Vorbereitung allein lassen muss. Keine Angst, ich krieg das schon alles hin. Du, untersteh dich. Wir schaffen das schon. Und dann denkt an den Blumenlieferanten. Ja, ich meine an das Trinkgeld. Ja, das kriegt er aber nur, wenn er danach fragt. Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? Susanne hätte bestimmt nichts dagegen. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich erst heute Abend dabei bin. Danke. Ich kenne die doch überhaupt nicht. Ja, na und? Nee, das ist eine Familienfeier und da möchte ich nicht stören. Die Vorbereitungen zur Hochzeit des Jahres laufen ja auf Hochtouren. Fehlt nur noch das Fernsehen. Ach, Arno. Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Weiß nicht, was du meinst. Hat Susanne es nicht verdient, ihren Vater bei ihrer Trauung dabei zu haben? Nicht, solange sie diesen Bräutigam dabei hat. Ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da. Ey, das ist ja ein Hammer. Du siehst wirklich spitze aus. Du bist wunderschön. Danke. Schau mal, ich dachte, der gehört dazu. Das ist lieb von dir, danke. Du siehst wirklich klasse aus. Tja, also, wenn du nicht meine Schwester wärst, ich glaube, ich würde es mir glatt noch mal überlegen, ich weiß. Der Herr Bräutigam wird sich freuen. Ach komm, wirf den Strauß doch jetzt schon. Och, nein, noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich Olivers Frau geworden bin. Ein Teller für Dornröschen und die sieben Zwerge, eins für Schneeweißchen und Rosenthal, einen für den bösen Wolf mit dem goldenen Haar. Ja, aber sonst geht's so gut, ne? Ja, sicher. Saugut geht's hey, mal. Hey, komm, Finger weg. Auch wenn's doch keiner sieht. Bin ich etwa keiner? Nee. Aber du bist ja auch nicht kitzelig, oder? Oh Gott, nein, hör auf. Florian, bitte komm. Bitte hör auf. Hör auf. Wenn du das noch einmal machst, drück ich dir die Torte ins Gesicht. Na, das will ich aber sehen. Hör auf! Absoluter Kindskopf, weißt du das? Mit dem Schweinskopf lieber? Hast du eigentlich nichts Besseres zu tun? Doch. Blöd, Mann. Ja, also, was war denn das? Sah aus wie dein Vater. Ach nee. Also jetzt tickt er wohl total aus. Ich denke mal, er kommt nicht damit zurecht, dass Susanne Oliver heiratet. Ja und? Du stehst da doch auch drüber. Die heiratet den Mörder deines Vaters. Komm, hör auf. Mach dich lieber mal nützlich, die anderen kommen bald. Jawohl. Frau Stabsfeld-Webel.